Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Dark Souls Prepare to Die Edition. Ich habe jetzt meinen Holzmasernring wieder ausgezogen, denn wir müssen uns hier rüber rollen. Nein, müssen wir nicht. Einfach gerade gehen. Und dann gehen wir hier runter. Und hier gibt es eine grüne Scherbe. So. Bevor wir weitergehen, bitte einmal voll heilen. Denn das ist jetzt nämlich ein größerer Sturz. Er tötet euch zwar nicht, aber ihr verliert ein bisschen Lebensenergie. Gone with you. You spoil my focus. Und sagt bitte Hallo zu unserem nächsten Schmied. Hey, wo kommt der? Fiese Sau. Ach, was ich überhaupt noch nicht erwähnt habe, es gibt keine Pausefunktion in Dark Souls, ja? Ihr seht, das Spiel läuft weiter, wenn ich ins Menü gehe. Also, wenn ihr mal aufs Klo müsst oder sowas, an einem Lagerfeuer zurückgehen oder einfach laufen lassen. Das sind eure Möglichkeiten. So. Why, you have an ember, do you? Ah, forget about it. I don't deal with that kind. What has gone wrong with embers these days? Ja, ich habe noch die magische Glut aus dem Wald. André kann damit nichts anfangen und Vamos hier kann auch nichts damit anfangen. Ah, da müssen wir die jemanden anderen geben anscheinend. Hier könnten wir Feuerwaffen schmieden lassen. Vamos nimmt nämlich nur Glut, die auf Feuer basiert. Also mit anderen Sachen braucht ihr hier gar nicht aufkreuzen. Die nimmt euch nicht. Er verkauft euch Heimkehrknochen, kleine Scherben, Schmiedekisten und Pfeile. Und ich könnte mal wieder... 1000 Pfeile. Nö. Ich könnte mal wieder einen Satz Pfeile vertragen. Mal 100 Stück. Bolzen verkaufte auch. Ansonsten. I'm here to smith, not to chit-chat. Okay. If that'll be all, you'll... Der will mit uns nicht wirklich reden. Sieht zumindest so aus. Auf alle Fälle seid hier unten vorsichtig, denn ihr seht hier vorne neue Gegner. Nämlich die Skeletträder. Und die machen heiden Schaden, wenn sie euch erwischen. Denn das Problem ist, die drehen sich und drehen sich und drehen sich und drehen sich und machen halt dementsprechend auch Schaden. Und ich weiß, ich habe jetzt die Abkürzung mit dem Schmied gezeigt. Aber was wiederum dazu führt, dass ich jetzt ein paar Items ausgelassen habe, das machen wir dann auf dem Rückweg. Denn wir müssen ja schließlich irgendwie wieder rauskommen, ne? So, ich habe noch zwei Estus-Flockhors. Hier oben liegt nämlich auch noch ein Item. Deswegen laufen wir hier jetzt einfach mal geschwind durch. Lasst die Räder außer Acht. Wow, und weicht am besten aus, wenn sie von hinten kommen. So. Hier ist eine graue Nebelwand. Hier geht es jetzt zum nächsten Boss. Und es ist, ja, vorerst noch ein optionaler Boss. Ihr könnt das auch später machen. Ich habe es jetzt allerdings schon gemacht. Denn von ihm bekommt ihr nämlich eine super Fähigkeit. Falscher Ring. Der müsste es sein. Jawohl. So. Wir springen hier einfach mal runter.
So, nächster Boss, das Feuerrad. Das Feuerrad hält zwar nichts aus, aber es erschafft Kopien von sich. Und ihr müsst eigentlich immer nur das Original angreifen. Und er schießt Feuerbälle. Und das war schon das Feuerrad. Ziemlich einfacher Boss. Ihr müsst nur auf seine Feuerbälle aufpassen. Und ich habe die Kunst des Entfachens bekommen. Durch die Kunst des Entfachens kannst du Leuchtsteuerstärke entfachen. Menschlichkeit, Hermkirknochen, Maske des Vaters und 15.000 Seelen. Gar nicht so schlecht. Und der Kerl muss hier unten ziemlich viel Zeit gehabt haben, um die Leute hier abzufieseln, ja, und Bücher zu lesen. Warum auch nicht? So, Maske des Vaters, da war doch was. Eine der drei Masken des Feuerrades, des Nekromanten, der des Grabes Fürsten Machtstahl und in die Katakomben herrscht. Mit dieser Maske, die dem tapferen Vater gehört, lässt sich die Last, die man trägt, leicht erhöhen. Ja, ihr könnt eure Traglast ein bisschen weiter ausbauen durch diese Maske. Hat eigentlich dieselbe Funktion wie Havels Ring, nur ist Havels Ring deutlich besser. Gott, hier ist es stockfinster. Da Havels Ring 50% Last, glaube ich, verstärkt. Und die Maske des Vaters wirklich nur irgendwie 10 oder 15 oder so. Also ein deutlich kleinerer Wert. Kann es auch mal zeigen. Jetzt habe ich Belastung 21,4. Mit der Maske des Vaters habe ich dann 21,2, also 0,2. Ist gruselig. Wo ist meine Nazgul-Haube? Nazgul, 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 Nazgul. Hier. Ah! Sollst sie anlegen, du Idiot. So, jetzt. So, und ihr seht schon, hier ist es stockfinster. In diesem Teil der Katakomben brauchen wir es noch gar nicht hinwagen. Seele, praktisch. So, was wir jetzt allerdings tun, bevor wir den ganzen Weg so zurücklaufen, ist, wir benutzen Heimkehrknochen. Fuck, jetzt bin ich krepiert auch noch. Mit 26.000 Seelen, das kann es ja nicht sein. Das gibt's ja nicht. Ja gut, hier wollte ich ja sowieso hin, von dem her war es vielleicht gar nicht so verkehrt, aber... Naja, naja. Sagen wir mal dazu nix, lassen wir es einfach so, wie es ist, ja. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich nicht mehr sterbe. So, apropos sterben. Kunst des Empfangens ist folgendes. Ich muss mich am... Leuchtfeuer meiner Wahl in einen Mensch verwandeln. Kostet mich eine Menschlichkeit. Dann, wenn ich noch mehr Menschlichkeit oben links auf der Bank habe, dann kann ich das Leuchtfeuer nochmal entfachen. Hör auf, mich zu parieren, du Sack. Dann kann ich das Leuchtfeuer nochmal entfachen, was mir ermöglicht, dass ich von diesem bestimmten Leuchtfeuer dann mehr Estus-Flakos bekomme. Nämlich, explodierst du? Danke. Nämlich kann ich das dann zweimal oder dreimal ausbauen. Und dann kann ich bis zu 20 Estus Flakors mit mir rumschleppen. Wenn ich natürlich die Menschlichkeit dafür investiere. Das ist natürlich Voraussetzung. Aber für die späteren Teile des Spiels ist es vielleicht ganz interessant, wenn man... Aber... bisschen mehr Estus Flakos dabei hat. Nein, ich will jetzt nicht wieder sterben. Aua. Wo kommt denn ihr jetzt her? Ich habe euch doch gerade geplättet. Dachte ich zumindest. Okay, das war gut getimed. Hä? Ihr setzt euch auch wieder zusammen? Warum setzt ihr euch auch zusammen? Was ist denn da kaputt? Also dann noch irgendwo ein Skelett-Typ. Skelett-Magier. Ah. Lass doch meinen Hüftspeck in Ruhe.
Boah, er geht mir jetzt echt permanent ziemlich auf den Sack. Habe ich noch irgendwo einen Skelett-Typen übersehen? Vorne ist ein Onyx-Wächter. Den lasse ich jetzt aber mal so stehen, ja. Na, geh runter. Danke. Ah, jetzt pariert mich der Sack schon wieder. Ah, die setzen sich auch zusammen. Ich habe da unten den Magier gekillt, habe ich gedacht. Ah, schwarze Ritter. Scheiße, jetzt sind die Skelette auch noch hier unten. Ja, ist ja okay, ist ja noch nicht schwer genug oder so. Nein! Verdammte Scheiße, ich will jetzt nicht meine 26.000 Seelen verlieren. Ja, da habe ich jetzt wirklich keine Lust drauf. Alter Schwede. Ach komm, nicht schon wieder, oder? Meine Fresse, das kann's ja nicht sein. Ja, Dark Souls ist nicht einfach, so nebenbei. Wenn ich wenigstens wüsste, wo dieser scheiß andere Skelettmagier schon wieder ist. Immer die blöde Sucherei nach diesen scheiß Pissern, hä? Ja, und ich werde aggressiv, ihr merkt's. Er muss irgendwo in diesem blöden Gebiet da sein. Die Schweine bleiben tot, also hier ist der Skelettmagier weg. Warum explodiert ihr nicht? Danke. Boah, leckt mich doch einfach alle am Arsch. Ja, ist ja gut, ist ja recht. Ja, und die bauen sich wieder zusammen. Das kann's ja nicht sein. Wo sind... Da! Leck mich! Ja. Lauf halt! Meine Fresse! Wisst ihr was? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Dark Souls Prepare to Die Edition, ja? Ich habe jetzt wirklich die Schnauze voll. Bis dann, Leute, und wie immer. So long.